Hallo und willkommen bei einem weiteren Video. Immer wieder hört man ja die Aussage, dass Informatiker extrem stark gesucht werden auf dem Arbeitsmarkt. Doch stimmt diese Aussage denn wirklich? Darauf gehe ich im heutigen Video ein. Vielleicht bist du ja aktuell in der Situation, dass du gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker machst oder das Ganze eben studierst und hast sicherlich schon einige Male die Aussage gehört, dass Informatiker ja sehr oft oder ziemlich stark auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. Doch ich muss leider zu der Aussage ein kleines Asterix dranhängen, denn ja, Informatiker werden gesucht, aber nur spezielle Informatiker werden gesucht. Was meine ich damit? Das Problem ist, dass die meisten Firmen eher eigentlich einen Informatiker suchen, der auf dem Level von einem Middle- bis Senior-Developer ist. Also sprich, sie suchen meistens einen Entwickler, der schon mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt hat. Ein Junior-Developer passt da nicht in dieses komplette Schema rein. Bei einem Junior-Developer hast du halt das Problem, dass die A erstmal nicht so direkt einsatzbereit wären und du wesentlich mehr Ressourcen und Zeit brauchst, um eben den Junior-Developer zu fördern, damit er dann direkt in der Firma eingesetzt werden kann. Zusätzlich kommt ja noch, dass viele Entwickler gerne mal nach 2-3 Jahren mal das Unternehmen verlassen und man möchte jetzt nicht 2-3 Jahre jemanden einschulen, nur damit er dann 2 Jahre später den Betrieb verlässt. Viele Unternehmen wollen halt nicht dieses Risiko auf sich nehmen und deshalb stellen sie einfach von vornherein keine Junior Developer ein oder halt nur selten in bestimmten Fällen. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber lieber schluckt man einmal die bittere Pille, anstatt dann sich dann nachher umschauen zu müssen nach seiner Ausbildung oder nach seinem Studium. Die Schere zwischen den Skills, die man wirklich bei der Arbeit benötigt und den Skills, die man dann tatsächlich irgendwie lernt während der Ausbildung, die wächst mit jedem Jahr und jedes Jahr wird es immer schwieriger und schwieriger, das Ganze einzuholen. Als ich damals meine Ausbildung, damals vor 13 Jahren angefangen, da war das tatsächlich so, dass wenn du ein paar Basis-OOP-Kenntnisse hattest, konntest du bereits schon in einem Unternehmen beginnen und dort ein bisschen was mit PHP programmieren und ein paar kleinere Dinge umsetzen. Mit relativ wenigen Kenntnissen reichte es damals eigentlich schon aus, um eine Juniorstelle zu bekommen und man konnte dann eben seine Kenntnisse während der Arbeit dann eben erweitern und man ist dadurch halt immer besser und besser geworden. Mittlerweile hat man aber sehr, sehr hohe Qualitätsstandards in einem Unternehmen. Also mittlerweile musst du schon, wenn du als Junior Developer einsteigen willst, musst du schon wissen, was ist Composer. Du musst mindestens 1-2 Frameworks kennenlernen. Du musst wissen, was ein Docker ist. Du musst zum Beispiel auch wissen, was ein Preprozessor in CSS ist, wie du die SCSS zum Beispiel kompilierst und solche Geschichten. Du musst eventuell sogar Vue.js kennen oder Symfony und Laravel einigermaßen schon mal was davon gehört haben und das Ganze auch einigermaßen angewandt haben. Unit-Tests und auch Versionskontrollsystem wie etwa Git und so weiter müsstest du auch schon kennen als Junior-Developer. Ich habe von einigen Entwicklern zum Beispiel öfters mal gehört, dass die gesagt haben, dass die Anforderung für eine Juniorstelle mittlerweile sehr, sehr hoch ist. Also wenn du dir zum Beispiel Stellenausschreibungen anschaust auf verschiedenen Plattformen, dann siehst du, dass das schon sehr, sehr viel verlangt wird von einem Junior-Developer. Und das hat aber natürlich einen Grund. Die Firmen machen das ja nicht einfach so aus Spaß. Du kannst ja zum Beispiel das Ganze vergleichen mit anderen Berufen. Wenn du zum Beispiel eine Ausbildung als irgendwie Bürokaufmann oder sowas machst, dann hast du dann deine dreijährige Ausbildung und dann, wenn du fertig gelernt bist, kannst du eigentlich direkt eingesetzt werden und du kannst eigentlich direkt schon für das Unternehmen irgendwie in irgendeiner Form Geld einbringen. Als Junior Developer, der zum Beispiel aus einer anderen Programmiersprache kommt oder in der Ausbildung jetzt gar nicht so viel gelernt hat, hat er natürlich sehr, sehr große Schwierigkeiten. Wenn du zum Beispiel eine Ausbildung als Fachinformatiker machst, dann lernst du erst im dritten Lehrjahr, was eigentlich objektorientierte Programmierung ist. Es fängt zwar schon vorher an und dann wird dir dann ein bisschen was erklärt, vielleicht sogar, wenn du Glück hast, im Betrieb. Aber wenn du dich nur auf die Schule konzentrierst, dann kriegst du erst diese ganzen Dinge erst sehr, sehr spät beigebracht. Im Studium sieht das ähnlich aus. Du wirst vielleicht ein paar Dinge mehr lernen, wie zum Beispiel Architekturen, Design-Pattern und solche Geschichten. Aber diese bringen dir in der Praxis oft nicht sofort irgendeinen Vorteil. Du kannst ja mal versuchen, wenn du zum Beispiel vorher noch nie was mit Shopware gemacht hast, ist ein Online-Shop-System, lad dir mal den Quellcode runter und versuch das einfach mal zu installieren und dort mal irgendwie ein Plugin zu erweitern.
Du wirst da schon einige Stunden dran sitzen, bis du herausfindest, wie du das Ganze erweitert hast. Also da musst du schon einiges an Dokumentation lesen. Sprich, selbst die Kenntnisse, die du dann im Studium erhältst, die kannst du dann auch nicht direkt in der Praxis anwenden. Wenn ich zum Beispiel meine tägliche Arbeit vergleiche, was da alles von mir gefordert wird, ich muss ja zum Beispiel wissen, wie man mit einem Docker-Container umgeht, wie man einen Docker-Container hochfährt, mit dem Projekt arbeitet, wie man das Ganze konfiguriert. Dazu kommt, dass du alles mit Unit-Tests abdecken musst. Wir brauchen mindestens eine Testabdeckung von 80%. Dann PHP-Stand. Was ist das? Wozu braucht man das? Das muss natürlich auch angewandt werden. Dann kommen zusätzlich natürlich die ganzen anderen Feinheiten, Composer-Abhängigkeiten, irgendwelche weiteren Konfigurationen für private Packages, Git natürlich, Code-Reviews und solche Geschichten. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jemand, der gerade frisch eine Ausbildung abgeschlossen hat, dass er direkt schon in dieser Umgebung produktiv eingesetzt werden kann. Da ist schon sehr, also da wird sehr, sehr viel Einarbeitungszeit von einem Unternehmen dann verlangt, damit dann derjenige da anfangen kann. Bei uns wird aber auch nur Gott sei Dank unterschieden zwischen einem Frontend-Entwickler und einem Backend-Entwickler, so dass ich mich zum Beispiel nicht um CSS und so weiter kümmern muss. In vielen Unternehmen ist das zum Beispiel gar nicht der Fall so, und da muss dann der Backend-Entwickler auch noch die ganzen Dinge von einem Frontend-Entwickler kennen und das Ganze natürlich auch noch als wenn er ein Junior-Developer ist. Übrigens, falls dir das gefallen hat, was ich gerade erzählt habe, also mit Unit-Tests, Testabdeckung, Docker-Setup, getrenntes Backend und Frontend, dann bewirb dich doch mal bei uns und werde mal mein Kollege, weil wir sind gerade auf der Suche nach einem fähigen Entwickler. Den Link zu der Bewerbung findest du mal unten in der Videobeschreibung. Schau mal vorbei, vielleicht hast du ja mal Bock, mit mir zusammen an Projekten zu arbeiten. Was ich aber jetzt sagen will, dass in den letzten Jahren die Anforderungen in den ganzen Unternehmen immer stärker geworden sind, beziehungsweise irgendwie krasser geworden sind, so dass es immer schwieriger wird, es einen Junior Developer einzustellen. Und da haben wir halt ein krasses Problem. Ich vergleiche auch gerne unseren Beruf mit dem Beruf der Ärzten. Also jetzt nicht 1:1 übertragbar, aber so in etwa könnte man sich das auch vorstellen, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass im Mittelalter, da hat es schon ausgereicht, dass man einfach nur lesen konnte und in der Kirche war, dann konnte man schon quasi als Arzt praktizieren. Also die Anforderungen waren sehr gering. Zu damaligen Standards waren das aber halt natürlich hohe Anforderungen, weil die meisten eh nicht lesen konnten. Jetzt später, natürlich ein paar hundert Jahre später, hat sich natürlich der ganze Beruf gewandelt und die Anforderungen sind wesentlich gestiegen. Und das heißt, die Leute müssen jetzt viel länger ausgebildet werden, damit sie auch dann wirklich als Arzt irgendwie ihren Job praktizieren können. Wir haben in der IT aktuell, habe ich so das Gefühl, die Übergangsphase, wo der Bildungsgrad noch nicht hinterherkommt, aber die Anforderungen der Betriebe immer höher und höher steigen. Und mit diesem Vorwissen kann man jetzt zu der ursprünglichen Aussage sagen, ja, Informatiker werden gesucht, aber nur die, die während der Ausbildung oder Studium 200% an Leistung geben. Du hast halt das Problem, du darfst dich nicht einfach nur auf die Schule und auf die Ausbildung und das Betrieb verlassen, sondern du musst neben deiner Ausbildung noch zusätzliche Dinge leisten, damit du dann später eine Chance hast, irgendwie eingestellt zu werden. Das ist leider die Realität. Natürlich gibt es Ausnahmen, nicht, dass mir jetzt jemand in die Kommentare schreibt, aber bei mir war das ganz anders so. Das ist halt das Problem. Es kann sein, dass du dann dich dann eben nur auf diese Ausbildung verlässt, nur das Notwendige machst, was in der Ausbildung von dir verlangt wird, und dann kannst du eben nur in ein Unternehmen einsteigen, wo die Anforderung eben geringer ist. Da hast du aber das Problem, dass du eben eventuell nicht so viele Dinge dazu lernst und dann bleibst du eben auf deinem Niveau sozusagen stehen in diesem Betrieb. Und das ist halt auch nicht gut. Wie könnte man das ganze Problem jetzt eigentlich lösen? In einer perfekten Welt, in meiner perfekten Welt, wäre es so, dass wir eventuell schon ab der 6. oder 7. Klasse Informatik in der Schule hätten, dass wir da schon mal die ganzen Grundlagen gelernt hätten bis zur 10. oder 12. Klasse. Und dann in der 12. Klasse oder nach der 12. könnte man dann eine Ausbildung machen und in dieser Ausbildung würde man sich nicht mehr um objektorientierte Dinge oder halt um Informatik in Grundlagen kümmern, sondern man könnte dann schon wesentlich tiefer einsteigen in verschiedene Tools, in verschiedene Techniken, Architekturen und so weiter, so dass man eben nach der Ausbildung dann schon einiges kennen würde, um dann direkt im Betrieb einsteigen zu können.
Leider ist die Welt nicht perfekt. Das heißt für dich, wenn du gerade eine Ausbildung machst oder ein Studium, dann musst du wirklich jetzt neben deiner Ausbildung noch andere Dinge, also weitere Projekte mal umsetzen, weitere Tools kennenlernen und am besten das Ganze auch auf GitHub zum Beispiel hochladen, um dann später Referenzen zu haben, wenn du dich dann später für einen Beruf bewirbst. Wenn ihr aber bereits eine Ausbildung abgeschlossen habt und nicht mehr diese Zeit habt, um so ein paralleles Projekt aufzusetzen, dann hoffe ich, dass ihr dennoch irgendwie es schafft, irgendwie eine Stelle als Junior Developer zu finden und da irgendwie einzusteigen. Es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig sein, weil man ja mit anderen auch konkurrieren muss. Und wenn ihr gerade das Video in der Zukunft seht und ihr tatsächlich gerade einen Informatikkurs in der Schule macht, irgendwie 6., 7. Klasse, dann seid froh darüber, dass ihr überhaupt diesen Schulfach bei euch in der Schule habt, denn ihr seid dann die erste Generation, die sagen kann, früher war es schlechter. In diesem Sinne, lasst uns auf eine gute Zukunft hoffen, weil wenn es so weitergeht, dann schneiden wir irgendwann alle unsere Junior Developer ab und dann kriegen sie nicht mehr den Anschluss, dass sie in den Unternehmen einsteigen können und dann direkt eben arbeiten können. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir gerne eure Meinung. Wir sehen uns dann nächste Woche bei einem weiteren Video. Bis dahin, tschüss!